Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Elektrik Commuter. Ich bin Andreas und ich habe gestern dieses Paket erhalten. Hier ist etwas drin, was ich auf meiner Homepage empfehle, aber was ich selber noch gar nicht besessen habe. Ich habe da so ein paar Links zusammengestellt, wo ich denke, dass die Produkte ganz interessant sind. Und mein Ziel ist es jetzt, so nach und nach die ganzen Produkte auch hier zu haben, damit ich weiß, wovon ich rede und da auch so ein Video von zu machen. Ja, dann schauen wir mal rein, was das ist hier. Gestern schon mal reingeschaut, und zwar ist das ein Blink-Rucksack von Fischer. Die Sache ist allerdings, jemand hat hier einen kleinen Fehler gemacht, und so habe ich nicht einen Blink-Rucksack bekommen, sondern drei Stück. Alles die gleichen, und hier steht auch drauf Quantity 3 Stück. Also da muss irgendjemand bei Amazon im Lager einen kleinen Fehler gemacht haben. So habe ich jetzt halt 3 davon. Dieser Rucksack, der war runtergesetzt von 35 Euro auf 25 Euro. Und naja, ja, ich jetzt 3 davon habe, war da dann eben noch mal günstiger, ne? Also hier ist eine Tasche. Da kann man, keine Ahnung, eine Trinkflasche oder ähnliches reinpacken. Hier oben ist so eine kleine Tischschlüsseltasche. An der Seite gibt es 2 so Netze. Und hier ist das große Fach mit mehreren Innentaschen. Und in dieser Innentasche hier befindet sich noch das Zubehör. Ja, da haben wir einmal hier diese 4 Kabelbinder, dann eine Lenkradfernbedienung und eine Anleitung. Und im Inneren des Rucksacks ist hier so angegeben so ein Ausschaltsymbol, und darunter befindet sich so ein Knopf. Wenn ich den drücke, dann schaltet sich das Ganze ein. Und jetzt kann ich meine Lenkradfernbedienung nehmen und kann blinken. Das sieht dann so aus. Das ist die andere Richtung. Wenn ich nach oben drücke, habe ich wieder das normale Symbol. Und dann gibt es noch dieses Ausrufezeichen. Das finde ich ein bisschen ungünstig von der Farbwahl, zumindest tagsüber. Ist es nicht gut lesbar, und ich wüsste auch nicht, für was man das einsetzen soll. Aber diese Blink-Funktion, die finde ich schon richtig nice. Wenn man eine Taste auf der Fernbedienung drückt, dann blinkt die hier so ein bisschen nach. Na, hier hat man es gerade nicht gesehen. Ne? Ist aber auch eine Lampe vorhanden, hier auch. Und natürlich auch hier, die ist rot. Und dann gibt es noch in der Mitte eine Taste. Das ist eine sogenannte Beleuchtungsfunktion, das sieht man jetzt hier im Hellen natürlich nicht so gut. Dann leuchten alle Tasten. Ja, was mich jetzt interessieren würde, da ich ja nun mal 3 Stück davon habe, was passiert denn, wenn ich jetzt alle einschalte? So, mal gucken, ob jetzt alle den Abbiegpfeil machen oder nur einer. Tatsächlich nur einer. Nämlich der, zu dem mir diese Fernbedienung gehört. Das finde ich cool. Da hätte ich jetzt echt erwartet, dass jetzt alle reagieren, aber das ist nicht der Fall. Also wenn jetzt mehrere Leute bei euch im Bekanntenkreis diesen Rucksack haben, braucht ihr euch diesbezüglich auch keine Sorgen machen. In den anderen Rucksäcken ist halt auch nochmal das ganze Zubehör drin. In der Anleitung ist beschrieben, wie man die Batterie in der Fernbedienung wechselt. Dazu muss man die aufschrauben. Und da sind 2 so Knopfzellen drin. Und zum Laden der Batterie im Rucksack gibt es ja dieses USB-Kabel, das da hinten noch so mit drin steckt. Das große Fach erreicht man ausschließlich über diese Klappe hier. Ja, hier ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku mit 600 mAh drinnen. Nutzungsdauer 15 Stunden. Volumen des Rucksacks sind 16 Liter und passend für Laptops bis 15 Zoll. Das ist mein ThinkPad. Schauen wir mal, ob das da reinpasst.
kein Problem. Das passt gut rein und das ist hier drin auch gepolstert. Passt auch noch Zubehör rein hier. Zoll wird, glaube ich, ein bisschen knapp. So, damit man sich das Volumen hier so ein bisschen vorstellen kann, packe ich mir jetzt mal diese Mineralwasserflaschen da rein. Also 3 Stück passen da locker rein. Ich gucke mal, ob noch 2 weitere reinpassen. Also. Okay, jetzt geht es nicht mehr ganz zu. Also 5 Stück passen nicht. Ja, 4 Stück ist auch nicht so gut. Also die passen zwar rein, aber dann kriegt man den Rucksack nicht mehr zu. Von daher würde ich jetzt sagen, 3 Stück passen da locker rein. Kann man noch ganz gut tragen. Mein Notebook hatte übrigens 14 Zoll. So, ich werde jetzt mal probieren, die Lenkradfernbedienung hier an meinem Legend Lite festzumachen. Dazu muss ich dieses Teil hier festmachen. Einfach mit Kabelbindern. Vier Kabelbinder liegen bei und 2 benötigt man dafür. So, bevor ich den festziehe, gucke ich jetzt mal genau, wo das dann hinkommen wird. Wahrscheinlich muss es ziemlich weit außen hin, damit man am Ende noch an die Tasten rankommt. Dann werde ich es jetzt hier festziehen. Also es lässt sich nach wie vor noch bewegen, auch wenn ich hier sehr doll festziehe. Nicht ganz so optimal. Außerdem ist das Problem, wenn man jetzt mehrere E-Scooter hat, man kann es jetzt aufgrund der Kabelbinder nicht so einfach abnehmen. Ich weiß nicht, ob es dieses Kunststoffteil hier mit den Kabelbindern nachzukaufen gibt, dass man mehrere E-Scooter damit ausstatten kann. So, dann hoffe ich, dass man mich sehen kann. Ich habe jetzt mal die 3 Mineralwasserflaschen da hinten reingemacht. Wenn ich jetzt winke, sieht so aus. Lege ich in die andere Richtung. Und dann mache ich mal dieses Ausrufezeichen. Das soll das Bremssignal sein. Kann auch manchmal nützlich sein, ne? Dass man dem Hintermann sagt, okay, ich bremse. Ich werde mal meinen Nachbarn fragen, ob er Lust hat, mir mal ein bisschen hinterher zu fahren, dass man das dann auch in Action sieht. Im Hellen muss man sehr genau hinsehen, um es erkennen zu können. Hier hatte ich jetzt das Ausrufezeichen als Bremslichtfunktion ausprobiert, aber mein Nachbar wäre mir fast hinten drauf gefahren. Das ist im Hellen viel zu dunkel. Beim zweiten Mal hat es besser geklappt. Bei Dunkelheit kann man das Ganze natürlich deutlich besser sehen.
Hier sieht man das mit dem Ausrufezeichen noch deutlich besser. Aber wenn ich ein bisschen weiter weg bin, dann wird es trotzdem ganz schön schwierig zu erkennen. Ja, ungünstig finde ich bei dem Rucksack, hier ist ja ein Einschalttaster markiert, aber der Einschalter ist nicht direkt darunter, da muss man hier mit dem Finger so ein bisschen suchen, bis man den findet, aber das kriegt man sicherlich auch schnell hin. Ja, das, die Befestigungslösung mit den Kabelbindern, finde ich, hätte man ein bisschen besser machen können, dass man das leichter wieder entfernen kann, aber gut, Kabelbinder sind ja jetzt auch nicht so teuer. Ja, ansonsten finde ich das ein ziemlich gutes Produkt. Ich finde auch, dass man bei Tageslicht die Beleuchtung hier noch ganz ordentlich sehen kann. Es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, eine Blinkfunktion bei einem E-Scooter nachzurüsten, der noch keine mitbringt. Und es ist auch eine relativ günstige Variante. Also der Rucksack, der ist im Moment runtergesetzt von 35 Euro auf 24 Euro. Und ich finde, das ist doch schon ein ganz vernünftiger Preis für sowas. Ja, dann hoffe ich, dass diese Informationen für euch nützlich waren. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!